was gucken, ja, ich dann zu weit grabe, weil das mache ich mir hier unten nämlich alles kaputt. Boah, was ist denn hier unten los, sag mal? Alter, was ist denn hier unten an Kohle, sag mal? Ja, zum Glück noch eine. Ey Leute, ich muss gerade echt hier mit dem Kopf ja gerade schütteln, aber das ist ja beeindruckend, wie viel Kohle sich hier unter meinem Lager befindet. Das waren die letzten Blöcke jetzt. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. So, und jetzt könnten wir hier weitermachen. Außenwand oder Innenwand. Damit das ein bisschen angepasster aussieht mit der Treppe. Vielleicht hätte man das auch zum Schluss machen können, aber ich mach's mal jetzt. So, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir hier eigentlich fertig? Huch, jetzt bin ich hier mein Loch gefallen. Damit wir nicht durcheinander kommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum ich das zumache, aber naja, mal gucken. Vielleicht bringt es uns ja eines Tages noch was. Halten, der Video länger drauf halten. Dankeschön. So. So, da hätten wir ja alles. Jetzt ist hier soweit. Genau, hier oben war noch Kohle. Habe ich gerade gesucht. Was war? Das müssen wir, glaube ich, alles haben. Besten wäre, wir würden uns erstmal alles hier freibuddeln. Wirklich alles. So wie wir uns das hier abgesteckt haben. So, das ist mein letzter Spitzhacken jetzt hier. Den Pflasterstein würde ich erstmal hier reinhauen. Sorry nochmal für die Geräusche, da hier im Haus gebaut wird. Wie schon mal angesprochen. So. Genau, hier hatten wir noch eine Erdetruhe gehabt. So, Kohle haben wir. Dann werde ich die Kohle auch erstmal hier irgendwo ablegen. Zwei hier. Zack. Genau. Und das kann hoch. Und das kann auch erstmal brennen hier. Und wir werden jetzt erstmal hier weitermachen. Wenn wir hier irgendwie vorwärts kommen. Damit das untere Lager hier fertig wird. Und zu meinen nächsten Plänen, die ich vorhab, wie gesagt, die Karotten haben wir jetzt durch meine eigene, in Anführungszeichen, eigene Bonustruhe.
die ich mir ja selbst erstellt habe. Und demnach werden wir uns dann Schweine anschaffen, Schweine züchten und wir werden uns dann Farbstoff anlegen. Machen wir uns ein paar bunte Schafe mit ein paar bunte Wolle. Und werden uns dann mal ein kleines Fleckchen suchen, um uns dann auch einen kleinen Leuchtturm zu bauen. Und wenn wir dann hier soweit fertig sind, sind dann die anderen Bereiche dran, sprich die Zweitstelle und die Drittstelle. Das kleine Dörfchen haben wir noch. Das kleine Dörfchen, was wir noch anlegen wollen, das wir auch schon gut angefangen haben. Und ich will eine Verbindung machen zu meinem Weg. Sprich also, wir haben ja jetzt von der Erststelle zur Zweitstelle zur Drittstelle haben wir eine Verbindung mit Wegen gemacht. Und dieser Weg soll weitergeführt werden drumrum, so gesagt, in das kleine Dörfchen, was wiederum wieder jetzt zur Erststelle führt. Klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist machbar. Und dazu muss ich wirklich, wirklich zusehen, dass ich genug Eisen finde und Redstone finde. Und dann werden wir uns einen unterirdischen Schienenverkehr machen. Am allergeilsten wäre es ja, wenn der Schienenverkehr hier runter ins Lager führen würde. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Naja gut, lassen wir mal die Zeit abwarten. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin. Ich brauche jetzt die Schaufel. Ich habe so viel Kohle hier. Wahnsinn. Mir sagt doch keiner was. Beseitigt. Jetzt geht's hier zum Kohleabtragen. So, ich mache es mal hier vor. Und dann haben wir schon so gesagt einen gewissen Grundriss. Dann hier werden soll. Hoppala. Mann, habe ich ein Glück, ich habe noch eine Spitzhacke hier. So, alles hier bisher vor. Kriegen wir schon irgendwie hin. Sind jetzt erstmal ein paar langweilige Parts jetzt zur Zeit, da wir jetzt wieder nur bauen. Interessiert da sowieso kein, was ich hier mache. Naja, ich habe einen kleinen Zuschauerkreis. Da weiß man manchmal nicht. So. Schauen wir mal hier. Ja, hier unten geht auch noch irgendwie was lang. Sieht denn das jetzt hier aus? Huch, nicht zu weit buddeln. Naja, das wird doch eine schöne Arbeit werden hier. Das wird noch richtig, richtig schön werden.